Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge unseres Let's Plays zu System Shock. Und so fröhliche Musik jetzt noch klingt, lange wird sie nicht mehr fröhlich bleiben, denn wir sind in der 6. Ebene. Und schon hier vorne steht ein Gegner. Wow, der ist relativ schnell gestorben sogar. Ich dachte, der wäre deutlich stärker. Die Musik ist auch wieder etwas unvertrauenswürdig. Vielleicht können wir die Lampe ausstellen. Die brauche ich jetzt im Moment nicht. Verbraucht nur nicht Energie. Was ist das denn? Nutzig da, unbenutzbar. Okay. Im Flugdeck sollen wir ja nach den Leuten suchen. Mann, hier scheint gerade was 043. Okay, vielleicht brauchen wir das irgendwann mal. Ich schaue mir nochmal diesen einen Audio-Log. Wo ist er da? Von Logs? Ebene. Nein, E-Mail war das. Oder? Das war's. Ja. Hallo? Ist da jemand? Wir können dich mit unseren Überwachungskameras sehen, aber niemand weiß, wer du bist. Wir befinden uns auf dem Flugdeck. Unsere Munition geht zu Ende. Sie warten gerade mit etwas Neuem auf. Ein Kernräuber. Such nach dem Codewort Gray an den Wänden. Du wirst uns ganz im Süden finden, hinter den zwei Konvektionsschächten. Was ist das? Ich glaube, denen geht's wohl nicht mehr so gut. Da ist ja noch eine Kamera. So einer sind wir jetzt. Können wir das vielleicht mit dem Laserdegen kaputt machen? Dann halt nicht. Dann nehmen wir unseren Sparking Laser. Vielleicht hat nichts dabei. Ich habe auch noch nie erlebt, dass man das gar nicht kaputt machen kann. Was war der Code hier? 043 Gang. Für den Fall. Und das sind zwei Dinger, die Codes haben. 043 und 711. Da stehen überall mal so ein bisschen Codes. Also jetzt bei dem, da stand ja die ganze Zeit ein Code. Wir laufen erstmal weiter. So. Jetzt muss ich den jetzt noch kaputt kriegen. Das ging ja relativ schnell. So, haben wir das schon mal aufgeräumt? Munition und militärische Standardmunition. Was hat der hier dabei? Armschütter Munition und Hornissen Munition. Dann gehen wir erstmal durch diese Tür. Groß anderes bleibt uns ja anscheinend auch nicht übrig. Holen wir uns erstmal diesen Audiolog. Aaron. Wir haben eine 6. Aaron. Shodan hat sich als brillanter Biochemiker herausgestellt. Das Efeu in Beta sieht aus wie nichts, was ich je gesehen habe. Ich habe einen Freiwilligen gesucht, um in einem Schutzanzug runterzugehen und den Absprengknopf zu drücken. Aber alle haben mich angeschaut, als ob ich verrückt wäre. Was? Ah, ein Cyberspace-Zugang. Der hat jetzt deutlich weniger gebraucht. Was haben wir denn hier? Gamma, Alpha, Beta, Delta. Monitor. Nur Datenausgabe. Eieie. Hallo?
Ja, da bewegt sich anscheinend nicht wirklich. Also nicht groß genug, dass der uns schaden könnte. Ich würde aber mal sagen, gehen wir mal direkt. Weil sonst hier nichts mehr im Weg steht. Was ist das hier eigentlich? Ah, Licht! Das ist gut. Mehr sehen heißt mehr verstehen. Also von daher. Dann. Warum habe ich so wenig Energie? Ah ja, weil ich die ganze Zeit am Rumschießen bin wie ein Verrückter. Benutzen wir mal ein Medi und ein bisschen Energie. Meine Batterien hatten wir an der einen Stelle ja auch noch genug. Und speichern jetzt erstmal. So, und gehen in Cyberspace. Boah, ich werde jetzt direkt beschossen. What the fuck? Von was wurde ich denn hier gerade so ultras beschossen? Meine Güte. Dann können wir uns erstmal wieder ein bisschen erholen. Hat das gehört zur Musik oder was? Oh. Oh, Lagerraum. Ja, wir können gar nicht so arg treffen. Mensch mal getroffen. Ah, er ist weg. Das war aber knapp. Man muss immer in Bewegung bleiben, dann geht das eigentlich. Was war das jetzt? Habe ich mich selbst damit angegriffen? Ich lade mal nochmal. Alter Spielchen. Boah, das sind ja, glaube ich, mehrere. Na, so was mal. Naja, ist nur eine. Bomber. Infoknoten Daten zerstören. Ah. Lagerraum geöffnet. Okay. Ja, da kommen wir dann wieder raus. Und sammeln wir mal unsere Dinge da ein. Für die persönliche Integrität gehen wir am Ende des Raumes und schieben es mal wieder mit dem Bohrer drauf. Diesmal halt aus der Entfernung. Den greift mich jetzt an? Ja, das Teil greift für mich jetzt an. Vollzug. Wow. Oh, Verwirrung. Obwohl, Verwirrung hält sich im Moment in Grenzen. So, gehen wir wieder auf den Pulse.
Ah, der ist kaputt. Da war doch noch einer. Oh, Version 7. Wie möglich in die Mine rein. Boah, da ist doch noch einer. Boah, ich bin fast tot. Hauptsache die Integritätsteile gibt es da nur. Ja, wo ist denn der eine? Der ist jetzt auch kaputt. Na gut, soll mal recht sein. Und zumindest mal die Integrität. Und mir dann auch nochmal Integrität. Also ohne Schild wären wir hier auch schon ganz schön aufgeschmissen. Muss man ja sagen. Dann geht's da lang. Alter, man sieht gar nichts mehr. Boah! Das hier ist ein Vieh, was uns angreifen will. Oh, das kann sogar bewegen. Ah! Meine Güte. Boah, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Nein, es hat mich Shodan entdeckt. Aber ich habe zumindest schon mal alles kaputt gekriegt, außer eins. Vier am Ende. Und das dürfte jetzt auch so langsam kaputt sein. Also hier muss man sich schon ein bisschen beeilen, um alles machen zu können. Beziehungsweise wir haben auch Arsch rumgetrödelt. Von daher speichere ich mal auf 2. Gehen wir nochmal rein. Ah, die Abwehr. Aber wenn man das mal so ein bisschen abgeflogen ist, dann geht es wieder ein bisschen mit der Orientierung. So, direkt hier hin. Weil die ganz schönen Integritätsteile kriegen wir jetzt eh nicht mehr. Ah, man könnte in beide Räume rein. Ja, man könnte in beide Räume rein. Fuck, da war die Abwehr. Dann laden wir nochmal. Das war jetzt unnötiger HP-Verlust. So. So langsam geht es ein bisschen mit der Orientierung. Wenn er sich mal so ein bisschen dran gewöhnt hat. Ein bisschen Schaden bekommen, ist ja egal. So. Dann können wir hier weiter. Alter, wie viel? Also das Level, also der Teil, sag ich mal, vom Cyberspace ist schon relativ groß.
Wow, ein Gesicht. Wow. Gesicht, Mama. Zusammenstoß, okay. Aufzug. Okay. Aber wir haben jetzt schon mal einiges erreicht. Zumindest im Cyberspace. Sonst eher wenig. Und ich würde mal sagen, das war es auch schon wieder mit der 35. Folge unseres Let's Plays zu System Shock. Wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen. Lifemaker, over and out.